Ladies and Gentlemen, the Big Fives. Unsere fiktive Rockband wird uns dabei helfen, das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit zu erklären. Die Band besteht aus Leadsänger Chris, der Bassistin Roxy, Rhythmusgitarrist Mike, dem Schlagzeuger Jeff, alles klar, und dem Leadgitarristen Sebastian. Oh, Sebastian. Sebastian. Jeder unserer Protagonisten sticht in mindestens einem der fünf Faktoren besonders hervor. Doch eine einzelne Faktorenausprägung ist nicht aussagekräftig. Daher müssen wir uns immer auch die anderen Faktoren ansehen und natürlich die jeweiligen Facetten. Genau wie die Faktoren kann jede Facette auf einer Skala abgebildet werden. Von kaum ausgeprägt bis sehr ausgeprägt. Je weiter ein Wert von der Mitte abweicht, desto extremer ist eine Ausprägung. Und desto seltsamer erscheinen einem Menschen mit einer gegenteiligen Ausprägung. Will man eine Persönlichkeit verstehen, muss man die Person ausgiebig interviewen, beobachten oder Persönlichkeitstests anwenden. Neo-PR. In diesem Film sehen wir uns den Faktor Neurotizismus, auch emotionale Instabilität, genauer an. Dieser Faktor ist besonders schwer veränderbar und kann bei extrem instabiler Ausprägung das Leben deutlich beeinträchtigen. Instabile Menschen können zu Ängstlichkeit, Verletzbarkeit und sozialer Befangenheit neigen. Stabile Persönlichkeiten hingegen sind eher bodenständig, unerschütterlich, die Ruhe selbst. Ihnen fällt es auch leichter, sich atypisch zu verhalten, sich also anzupassen. Unser Leadsänger Chris ist eher instabil, aber auch ein feinfühliger, sensibler Mensch. Er ist nicht der Gesprächigste. Keine Interviews. Dafür aber durchaus charismatisch, tiefgründig, kreativ und, naja, interessant. Er ist leicht eingeschnappt und hüllt sich in eine gewisse Melancholie, macht sich dabei permanent Gedanken über seine Außenwirkung. Das soll so. Braucht viel Bestätigung. Das Publikum war heute lahm. Obwohl Chris nicht gerade extrovertiert ist, bereichert ihn seine Aufgabe als Frontsänger und hilft dabei, seine Weltängste im Griff zu haben. Was für Dinger? Wir haben mit Chris also eine Persönlichkeit mit insgesamt hohem Neurotizismus, vor allem aber die Facetten Verletzbarkeit, Impulsivität und Depression sind ausgeprägt. Wichtig: Soziale Befangenheit ist nicht dasselbe wie Introversion. Der eine findet Gruppenaktivitäten unangenehm, der andere nur unnötig. Dabei kann man bei Gruppenaktivitäten so schön das Wirken der Big Five beobachten. Zum Beispiel neulich im Proberaum, als Chris einen neuen Song geschrieben hatte. Mega kitschig. Sorry. Was ist an Vampiren bitte kitschig? Alles? Fehlen nur noch Werwölfe. Das Jahr 2008 hat angerufen. Sie kaufen dein Drehbuch. Bevor Chris die Band und das Musikbusiness verlässt, wie könnte die Band Chris auffangen? Auch wenn der Text wirklich nicht gut ist. Vampire gegen Zombies tauschen? Zombie-Liebe, yeah! Ich find's cool. Vampire, Zombies, egal. Streng genommen liest sich eh kein Schwein die Texte durch. Eigentlich hätte Chris sich natürlich ein Lob erhofft. Aber zumindest sind Jeff und Mike ja schon fast auf seiner Seite. Sich anders zu verhalten, als es die Persönlichkeit vorgibt, kostet Energie. Man kann sich bemühen und anpassen. Das lässt sich aber nicht ewig durchhalten. Gerade bei Neurotizismus fast ein Ding der Unmöglichkeit. Probieren wir es dennoch aus. Sebastians Offenheit wird nun durch entsprechendes Entgegenkommen verstärkt. Okay, sorry. Wenn der Text dir wichtig ist, können wir vielleicht eine Orgel einbauen? So als Hommage an die alten Vampirfilme? Am einfachsten wäre es natürlich, wenn Chris nicht gleichzeitig zu Depression und Verletzbarkeit neigen würde, sondern etwas stabiler wäre. Okay, verstehe schon. Die Metapher ist so für euch. Dann nehme ich den Text eben für mein Soloprojekt. Aber wie wir ja schon gelernt haben, manchmal muss man die Situation anpassen. Manchmal die Person tauschen. Und mit manchen Sachen muss man sich am besten einfach abfinden. Zombie-Liebe! Yeah, yeah, yeah! Zombie-Liebe!